ungefähr 180 Jahren wuchs die Anzahl der Musiker im Orchester stark an. Reichten in der klassischen Zeit 30 Instrumentalisten, schrieben die Komponisten jetzt Stücke, zu denen bis zu 120 Musiker benötigt wurden. Manchmal gab es Konzerte, bei denen auf der Bühne mehr Musiker saßen als Zuschauer im Konzertsaal. Einer der berühmtesten Komponisten dieser Zeit ist sicherlich Richard Wagner, der zum Beispiel außer einer riesigen Orchesterbesetzung noch zusätzlich eine Basstrompete, eine Kontrabassposaune, 8 Hörner, 2 Tenortuben, 2 Basstuben, eine Kontrabasstuba, 6 Harfen und 16 Ambosse benötigte.